Alle 2 Jahre schmückt sich Dillingen an der Donau für den Empfang illustrer Gäste. Europafahnen werden gehisst, die Big Band spielt sich ein und dann ist alles bereit für die Verleihung des Europäischen St. Ulrichspreises. Er wird an Persönlichkeiten verliehen, die Europa geprägt und bereichert haben. An Menschen, die sich in ihrem Wirken in Politik und Gesellschaft, Kultur und Religion für ein gelungenes Miteinander einsetzen und Demokratie, Friede und Verständigung im Europäischen Haus fördern. Ich freue mich jedes Mal enorm drauf, weil ich mit Persönlichkeiten zusammenkomme, die beispielgebend sind. Mit viel Charisma, mit einer enormen Biografie. Ich möchte keine Preisverleihung missen. Dillingen, das schwäbische Rom, hat eine reiche christliche Geschichte. Es war Sitz der Augsburger Fürstbischöfe und aus dem Landkreis stammen wegweisende Figuren des Mittelalters, wie Albertus Magnus und Ulrich von Augsburg. Seiner früheren Größe und Verantwortung bewusst ist die Kleinstadt an der Donau Sitz der Europäischen St. Ulrich Stiftung. Mein Vorgänger Dr. Anton Dietrich hatte die Idee zur Gründung der Europäischen St. Ulrich Stiftung. Er ging dann damals auf die Stadt Dillingen zu, den damaligen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigel. Und beide waren sich dann relativ schnell einig, dass sie diesen Punkt setzen sollten. 1993 wird die Satzung der neu gegründeten Europäischen St. Ulrichs Stiftung unterzeichnet. In der Zeit, als die Grenzöffnung nach Osten, dieser sogenannte eiserne Vorhang, kurz vorher gefallen war, da war er überzeugt, dass diese gesamteuropäische Idee einen Impuls braucht, die Menschen immer wieder zu sensibilisieren für dieses gemeinschaftliche, werteorientierte Europa. Namensgeber ist der heilige Ulrich, Patron des Bistums Augsburg. Diese kirchlich und gesellschaftlich prägende Gestalt des frühen Mittelalters stammt aus Wittislingen im Landkreis Dillingen. Er war 50 Jahre Bischof von Augsburg. Ihm war es ganz wichtig, den christlichen Glauben zu verbreiten. Er starb am 4. Juli 973. Und bereits 20 Jahre später, 993, wurde er heilig gesprochen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das 1000-jährige Jubiläum seiner Heiligsprechung war auch das Gründungsjahr der Stiftung. Ihr Zweck ist die Förderung der Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition und im Geiste des heiligen Ulrich. Also zum einen steht für uns natürlich im Vordergrund die Wertegemeinschaft Europa, die Menschenwürde, die Solidarität, die Humanität, die Sozialstaatlichkeit. Und wir schauen immer, welche Persönlichkeiten dafür in Frage kommen könnten, welche Einrichtungen dafür in Frage kommen könnten, den Preis von uns verliehen zu bekommen. Ganz konkret sieht es dann so aus, dass wir uns zunächst im Vorstand unserer Europäischen St. Ulrich Stiftung zusammensetzen. Wir diskutieren dann die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Vorschläge, die von den 3 Persönlichkeiten kommen und einigen uns dann auf 2, 3. Und mit diesen 2 oder 3 Vorschlägen gehen wir in eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes der Stiftung und des Kuratoriums der Stiftung. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, in aller Regel oder bisher immer einvernehmlich zwischen Vorstand und Kuratorium. Nach der Satzung ist letztendlich verantwortlich und zuständig für die Entscheidung der Vorstand. In den fast 30 Jahren seines Bestehens wurde der Europäische St. Ulrichspreis an 13 Personen und Organisationen verliehen. Der erste Preisträger war der Bischof von Obeln, Alfons Nossol. Das war damals ganz bewusst, 1993, kurz nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, einen Bischof aus Polen, der ganz enge Bezüge zu Deutschland hatte, als Preisträger zu nominieren und ihm den Preis auch zu geben. Ich fand damals ein ganz, ganz tolles Zeichen. 1995 wurde Alois Mock ausgezeichnet, der als Außenminister Österreichs beim paneuropäischen Frühstück im Sommer 1989 die Grenzen zu Ungarn geöffnet hatte. 1997 folgte Bundeskanzler Helmut Kohl. 2 Jahre darauf Bundespräsident Roman Herzog. Mit Marion Gräfin Dönhoff wurde eine Publizistin geehrt, deren Lebensaufgabe die Aussöhnung zwischen Ost und West war.
Dann die Gemeinschaft San Egidio aus Trastevere in Rom, die dort sich unglaublich einsetzen für arme Menschen und jetzt nicht nur in Rom, sondern über Rom hinaus in ganz Europa. Kardinal Wilk, der Erzbischof von Prag, der in dieser Funktion als Vorsitzender der Europäischen Bischofskonferenzen sehr, sehr stark sich als Osteuropäer für dieses gemeinschaftliche Europa eingesetzt hat. Doch nicht nur aus Politik und Kirche stammen die Preisträger, sondern auch aus Kunst und Kultur. Nach dem Kardinal Wilk war es die Anne-Sophie Mutter, diese weltberühmte Geigerin, die einen sensationellen Auftritt bei uns in Dillingen hatte. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident Polens, Lech Walesa, wurde 2012 geehrt. Er hatte mit der Gründung der Gewerkschaft Solidarność und seinem zähen Widerstand der Werftarbeiter wesentlich zum Ende des Kommunismus in Europa beigetragen. Dann kam eine Einrichtung, die mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, Miteinander für Europa. Das sind 300 christliche Vereinigungen, die sich zusammengeschlossen haben und in vielen Aktionen das Christliche, das Solidarische, das Humane unserer Welt immer wieder herausstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für diese große Ehre, mir den Europäischen St. Ulrichspreis zu verleihen. Und ich bedanke mich für Ihre Laudatio und überhaupt für dieses Fest, das mich bewegt. Dann kam Wolfgang Schäuble, der mit seiner trockenen, analytischen und sehr auf den Punkt bringenden Art die Wichtigkeit eines gemeinschaftlichen, demokratischen Europa überdeutlich gezeigt hat. Dass wir uns in Europa streiten, dass wir oft, eigentlich immer, verschiedene Wege zur Lösung von Problemen befürworten. Das alles ist ja kein Widerspruch, sondern das ist ja eigentlich ein Stück weit Ausdruck von Freiheit, die ja unterschiedliche Meinungen nicht nur mühsam erträgt, sondern als Prinzip von Freiheit geradezu wollen muss und die aus unterschiedlichen Meinungen dann gemeinsame Lösungen sucht. 2018 stand das 25-jährige Jubiläum des Preises an. In diesem Jahr hat sich die Stiftung entschieden, den Europäischen St. Ulrichspreis an die Organisation Ärzte ohne Grenzen zu vergeben. Sie gehen in Krisengebiete, sie gehen in Kriegsgebiete, sie gehen dorthin, wo es richtig, richtig schwierig ist. Und was mich persönlich besonders beeindruckt, das Ganze unter Einsatz ihres eigenen Lebens, das verdient allerhöchste Anerkennung und Respekt. Und ich finde, wir haben einen sehr, sehr würdigen Preisträger. Ich freue mich sehr über die Verleihung des Europäischen St. Ulrich-Preises, weil er für uns unerwartet kommt. Es ist ein Preis, bei dessen Stiftungszweck, der ja schon mehrfach zitiert wurde, Verdienste um die Einheit Europas im christlichen Geist, man nicht spontan unbedingt jetzt an Ärzte ohne Grenzen denkt. Sie, Herr Pfarrer Schneck, haben das so ausgedrückt. Ärzte ohne Grenzen sei zwar weltanschaulich neutral, aber trete dennoch in die Fußstapfen des Bibelwortes, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir angetan. Und ja, ich erkenne genau in dieser Formulierung ein Grundprinzip der humanitären Hilfe, das uns jeden Tag leitet. Von der Dehlinger Studienkirche zum Deutschen Bundestag in Berlin. Im Corona-Jahr 2020 war es nicht möglich, die Preisverleihung in Dillingen zu feiern. Sie wurde im Juni 2021 nachgeholt im Livestream an der Wirkungsstätte des Preisträgers. Wer diesmal den Preis bekommt, ist kein Geheimnis. Bundesminister Dr. Gerd Müller, ein alter Hase in der Politik und ein kompetenter Fachmann für Felder, die weit über Schwaben und Bayern hinausgreifen, über Europa auf den ganzen Globus. Mit Afrika, nicht für Afrika. Es ist ein neuer Ansatz in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und bei allem politischen Willen zu gestalten und die Welt zum Besseren zu verändern, hat Gerd Müller immer auch das Einende im Blick. Gerd Müller besitzt offenkundig die Gabe, die Papst Benedikt XVI. In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag das hörende Herz genannt hat. Zukunft braucht Werte. Für uns sind es die Werte der christlichen Soziallehre, die uns Orientierung geben, um die Globalisierung der Gleichgültigkeit zu überwinden. Und dabei ist der heilige St. Ulrich unser Patron.
Also das war heute schon eine großartige Preisverleihung und eine Laudatio von Wolfgang Schäuble, der hier grundlegende Aussagen gemacht hat, die uns ein Fundament sind. Das hat die Stiftung hier im Deutschen Bundestag sozusagen in Stein gemeißelt. Also ich bin sehr beeindruckt von der Stiftung, von dem Preis, dass eine doch relativ kleine Stadt so einen bedeutenden Preis, so eine tolle Atmosphäre erzeugen kann. Wenn Dillingen, der Landkreis und die Stadt es schaffen, die Werte weiter so prominent in den Mittelpunkt zu stellen, das ist, glaube ich, was, wo sie stolz drauf sein können und was auch der Stadt und dem Landkreis selbst viel bringt. Und da wünsche ich den Menschen hier viel Kraft und Erfolg dabei. Ich fand es einfach, also wirklich schön, hierher zu kommen, Dillingen kennenzulernen, den Ort kennenzulernen, die Menschen, soweit man das jetzt kann in der Kürze der Zeit, hier den Europäischen St. Ulrichspreis zu verleihen. Ich finde, das ist eine große Sache für einen Landkreis und ich finde das auch sehr schön, dass ein Landkreis das in die Hand nimmt und sagt, das machen wir für Europa. Und dann so eine tolle Organisation auszuzeichnen, ist natürlich auch sehr mutig, weil sie ist auch eine kritische Organisation, aber ich finde das also rundherum gelungen und gut. Ich kann mir vorstellen, dass ein Preis wie der Europäische Ulrichspreis gerade auch so, wie er heute zelebriert und gefeiert worden ist, Türen öffnet, Räume öffnet, hin wieder zu den anderen Staaten, zu den anderen Menschen, die in Europa miteinander leben und Gott sei Dank seit so langer Zeit friedlich leben. Und dass das natürlich unsere Region auch positiv beeinflusst, ist überhaupt keine Frage. Also ich denke, so ein Preis sollte ermutigen, dass Christen aller Konfessionen sich in den politischen Parteien engagieren, für Europa, für die Einheit Europas eintreten, nicht nationalistisch daherreden, nicht abgrenzend daherreden, nicht rückwärtsgewandt, nur auf die Vergangenheit schauen, sondern miteinander ein zukünftiges Europa bauen. Jede Preisverleihung ist enorm wichtig und über jede Preisverleihung schwebt sozusagen der Geist des heiligen Ulrich. Das bedeutet, dass wir seine damaligen Ideen, die vor tausend und mehr Jahren schon ganz wichtig waren für die Entwicklung eines Gemeinwesens, diese Solidarität, diese Menschlichkeit, der Gerechtigkeitsgedanke, das soziale Unterstützen der armen Menschen, dass das tausend Jahre später oder mehr als tausend Jahre später noch genauso aktuell ist wie im Jahre 950 oder 970 nach Christus.